Hi, hier ist der Cracky von Ravioli. Ich begrüße euch zu einem neuen kleinen Benchmark-Ausflug-Video mit der RTX 2080, unter anderem dem Core i7-8086K, der Limited Edition, übertaktet auf 5 GHz bzw. 4,7, je nachdem, welche Anwendung wir damit befeuern. Und Shadow of the Tomb Raider. Das neue Tomb Raider. Es ist zwar noch nicht ready für die RTX-Funktionen der Grafikkarte, also da ist noch kein Raytracing integriert, das kommt erst, wenn es fertig ist. Aber wir können uns ja so schon mal zum Beispiel die 4K-Performance anschauen. Ich habe das Ganze jetzt auf DirectX 12 gestellt und das Ultra-Preset noch händisch maximiert, weil der hat hier nur achtfache anisotropische Filterung vorgeschlagen. Denke ich mir nur, was soll der Quatsch? Und ja, wir hüpfen mal rein. Ich habe es auch noch gar nicht gespielt, solo. Wir lassen jetzt einfach mal den Benchmark laufen, würde ich sagen. Und dann starte ich das Spiel vielleicht einfach mal. Ich denke mal, ich kann die Zwischensequenzen skippen, dass ich mich selber nicht allzu sehr wegspoiler da. Ja. Optionen. Bildschirm und Grafik. Das sieht schön aus. Das TAA ist aktiviert. Was wohl auch sehr empfehlenswert ist. Gut, bei 4K braucht man es, glaube ich, nicht so wirklich. Aber wir nehmen es mit. Where did the benchmark go? Da unten! Wir starten den Benchmark und beobachten einfach mal die Performance. Ich glaube, das ist auch wieder so eine leckere Kamerafahrt. Ich weiß nicht, ob das eine oder mehrere sind. VSync müsste abgeschaltet sein. Hoffe ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wir werden es sehen. Wenn er nicht über 60 FPS geht, dann müssen wir das Ganze halt nochmal von vorne natürlich in die Wege leiten, sage ich mal. Uiuiui, ja. Shadow of the Tomb Raider. Kurze Grafikfehler im Gesicht von Lara. Hey, yo, was geht? Die gute Lara läuft hier ein bisschen durch die Gegend über den Markt. Es sieht natürlich schon sehr, 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 sehr schick aus. BPS da oben, Bilder pro Sekunde. Welch ungewohnte Angabe. BPS. Beats per Second. Und Sequenz Nummer 1, Sequenz Nummer 2. Das ist das zum ersten Mal, dass ich das tatsächlich in Natura sehe. Sonst habe ich es bisher nur bei Bersi im Stream gesehen. Der hat das ja sogar schon komplett durchgezockt. Und das Ganze kann man sich sogar geben, wenn man will, auf unserem Ravioli Extras Kanal. Die Beleuchtung ist schon sehr, sehr schick. Da oben baumelt was. Auch hier, der Grafikspeicher ist sehr gut gefüllt. Die CPU langweilt sich. Die sieht es gar nicht ein, irgendwie hochzutakten oder so. Weil die Grafikkarte einfach so brutal ausgelastet ist. In den Ladepausen sehen wir die 4,7 GHz anliegen. Ansonsten taktet der Prozessor eher so medium. Ein schönes Tempelchen. Ja, 60 FPS lockt. Okay. Witzfrei also. Habe ich mir das schon fast gedacht. Wobei ich jetzt Tearing gesehen habe. Also. Wir lassen es erstmal durchlaufen. Guck mal, was passiert. Tearing ist, wenn das Bild so zerreißt, wisst ihr? Ein nettes Bergdorf hier. Ganz so viele Leute. Wahnsinn, dass das Spiel so reinhaut. Das war der Shadow of the Tomb Raider Benchmark.
Nevatschik. Da sind unsere Ergebnisse. Bilder gerendert, durchschnittliche Bilder pro Sekunde. GPU gebunden 100%. Ja, klar, hängt voll im GPU-Limit, ist klar. VSync war aus. Doch, war aus. Okay. So, neues Spiel. Egal, erstmal. Fired up. Erstmal normal. Normalovic. Ich möchte gerne alles skippen. Egal, woher sie stammen oder wer sie sind, lassen sie uns die Ersten sein, die ihnen sagen, willkommen bei Shadow of the Tomb Raider. Das war nett von denen. Nette Ansage. Nette Insel. For our friend Mike Sherlock. Tja. Irgendwen erwischt es leider immer. Herzklopfen! Ganz offensichtlich kann ich den Anfang doch nicht skippen. Scheiße! Game over. Ja, war ein schönes Spiel. Jonah, hörst du mich? Ach stimmt, wir stecken ja fest. Ich erinnere mich. Hallo. Scheiße. Lara, alles okay? Jonah, ich bin hier. Ich stecke hier irgendwie fest. Ein Felsbrocken hat mich erwischt. Nicht bewegen, ich hole Hilfe. Nein, ich bin direkt hinter Trinity. Ich will keine Aufmerksamkeit erregen. Beeil dich. Na dann drücken wir mal eine Taste. Das schmerzt doch, oder? So, ich drück mal W, wie Wilhelm. Ich glaube, sie macht das von selbst.
Gehen wir da runter. Da unten war es viel schöner. Na gut, ich drücke mal weiter weg. Also, wir halten das mal fest. Wir haben jetzt hier so 47 FPS. Jetzt die Frage, haut das TAA so rein oder woran liegt das? Geht so, ne? Jetzt haben wir 50. Das ist schon krass. Das ist halt schon sehr anspruchsvoll. Rise of the Tomb Raider war es ja auch. Ich sag's mal so, im Zweifelsfall mit 50 FPS, angenommen wir würden jetzt durch die Wildnis laufen, man weiß natürlich nicht, ob das dann anders ist, lässt sich das auch spielen in 4K? Das ist jetzt nicht so ein Spiel, wo du nach 100 FPS strebst. Interessantes Muster im Gesicht. Kann man das skippen? Danke. So. Jonah, ich bin draußen. Sei vorsichtig, der Weg hinein ist voller Fallen. Trinity ist noch nicht fertig. Sie beschützen irgendetwas. Aus der Höhle klettern. Yippie! Keine Spur, wer hieß die Trinity-Zelle anführt. I can do it. Aber die Leute in der Stadt sind sehr Ich kann das. Zum Tag der Toten ein VIP zu Besuch kommt. Er heißt Dominguez. Sollten wir uns ansehen. Der Dominguez kommt vorbei. Er macht richtig Sterz. Jo. Kann man mal machen. Wie eine Spinne. Das ist schon ein sehr hübsches Spiel. Ich denke, ich habe die CPU halt jetzt nur noch da. Was dann halt auch noch interessant wäre, inwiefern wir FPS-mäßig abgehen, wenn wir das Ganze auf Full HD runterreißen. Way. Gucken wir mal, ob wir das live umstellen können, ob das bei Nvidia klappt. Hier 1440p einmal, for the record. Das ist natürlich ein Träumchen. Das ist halt bei weitem weniger Pixellast, die dann anliegt, ne? 1440p. So, hier. Dann sind wir bei über 100 FPS. Das ist natürlich sehr lecker. Jonah, ich hab's geschafft. Bin unterwegs. CPU kriegt auch so ein bisschen was zu tun dann. Full HD. Das wird ja dann die Auflösung sein, wo man die RTX-Effekte wahrscheinlich benutzen. Nur benutzen kann. Sind wir jetzt hier so bei 160. Jawohl. Das freut natürlich das High-FPS-Panel-Herz. Nicht, dass man es für die Action bei Tomb Raider bräuchte. Ja, CPU-Auslastung. Ist okay, kriegt ein bisschen was zu tun, aber wir hängen im GPU-Limit. Ist halt mit den maximierten Details natürlich auch einfach der Fall, ne? Wenn wir jetzt hier sagen, hey, yo, Bildschirmgrafik, wir reißen jetzt alles mal auf niedrig. Können wir hier niedrig sagen? Ah, am niedrigsten. So, und dann kriegen wir ein bisschen CPU-Auslastung hin. Ballert die GPU aber immer noch gut ins Limit mit über 300 FPS und Lara sieht halt nicht mehr so toll aus, was ja logisch ist. Sie liebt ihre Kamera. Ja, so sieht das Full HD aus, so stemmt das wahrscheinlich auch noch eine APU einigermaßen. Ja, die wollten absolut nicht, dass wir das finden. Zum Glück hatten wir die Notizen deines und Vaters. Hier limitiert gerade nichts. Das kann alles performen, wie es will. Schön! Also, ich weiß nicht, was ich da jetzt großartig noch die Story anreißen soll. Also, das macht alles keinen Sinn. Ich muss halt irgendwann mal in den Dschungel kommen. Und dann werde ich dem Ganzen auf jeden Fall nochmal einen Visit abstatten. Spätestens dann, wenn die RTX-Effekte am Start sind. Aber dann nicht mehr in Kombination mit dem dicken Intel, sondern mit einem Ryzen. Ich habe halt... Obwohl, ich habe auch einen Intel da. Muss ich mal gucken, wie ich das ausbaldover. Anyway, ich danke euch fürs Einschalten. War ein kurzer Performance-Eindruck. Und ja, bis demnächst mit mehr Testerei. Sei dabei.